Die Lemon Cookie Wrestling Federation begrüßt Sie herzlich zum Halbfinale um den Women's World Championship. Ja, Rhea Ripley ist letztes Mal, ich will schon sagen, überraschend rausgeflogen. Thunder Rosa, nicht, dass man Thunder Rosa unterschätzen sollte, aber ich hatte Rhea eigentlich ganz oben auf der Liste. Ja, deswegen steht sie auch hier ganz oben. Es war, glaube ich, mal der erste Name, der mir einfiel, wenn ich hier an die Frauens Division dachte. Und sie ist dann schon in der ersten Runde draußen. Thunder Rosa muss sich jetzt hier einmal mehr beweisen gegen niemand anderen als The Man, Becky Lynch. Zwei Damen, meines Wissens, Pi mal Daumen im selben Alter, haben auch meines Wissens noch nie gegeneinander jemals gewrestelt. Die LWF macht solche Matches möglich. Und wer geht hier ins Finale? Wer kann sich diesen wunderschönen Titel erstmalig sichern? Thunder Rosa oder Big Time Bex? Ich würde jetzt gerne mal einen Becks Pilsner hier trinken, aber ich muss mich jetzt hier auf die Action konzentrieren. Thunder Rosa legt hier los. Die Feuerwehr. Beide Damen haben natürlich in Runde 1 mächtig einstecken müssen gegen Rhea und Hayda. Das soll aber für niemanden hier als Ausrede dienen. Es wird sich auch niemand hier um Ausreden bemühen. Zwei Damen, ungeheuer populär. Während im anderen Match Tiffany Stratton. Rein optisch wahrscheinlich schon jedermanns Sache oder was die meisten Leute angeht, aber sicherlich hier generell die unbeliebteste Teilnehmerin, wenn ich das mal so sagen darf, ohne ihr jetzt zu nahe treten zu wollen. Sie wird da natürlich mit Bianca Belair auch auf eine Publikumsfavoritin treffen. Tiffany Stratton, die sich ja hier auch, wenn man hier in der Halle zuschaut, sich mit den meisten Fans anlegt, und am meisten da den Konflikt sucht. Aber jetzt wollen wir uns hier erstmal auf Becky und Thunder Rosa konzentrieren, die sich da eher von den Fans feiern lassen und sich jetzt hier aber voll und ganz auf ihre jeweilige Kontrahentin konzentrieren. Becky geht jetzt hier aufs Top Rope, wird das hier ein Flying Leg Drop und guckt euch mal die Hangtime an, die Becky da erreicht hat. Meine Güte, und jetzt das Cover. Aber nur der Two Count. Ja, aber Tiffany Stratton, die gilt vielleicht auch deshalb aufgrund ihrer Attitude hier als Geheimfavoritin. Während hier Thunder Rosa und Becky Lynch, da ist die, wenn es da Wettquoten gegeben hat, waren die mit Sicherheit ca. 50-50. Also sehr ähnlich. Weil ich möchte mich hier nicht festlegen. Becky Lynch legt sich fest, hier nochmal vom Top Rope kommen zu wollen. Wird das nochmal ein Leg Drop? Nein, diesmal. Oh, Thunder Rosa ist ganz schnell. Blitzschnell. Wieder auf die Beine gekommen und hat Becky da vom Seil runterholen können. Jetzt hier der Ansatz zur Powerbomb. Und wunderbar durchgezogen direkt in das Cover. Rhea Ripley-Style dieses Cover. So. Würde sich manch einer wahrscheinlich auch gern pinnen lassen. Boah. Jetzt hier der Michelle Knockout Driver. Von Variante, nicht ein klassischer, aber der neue Takamichi Noko, der ist, glaube ich, trotzdem. Der trotzdem stolz, wenn er hier solche Aktionen sieht. Jetzt der Dropkick verfehlt von Thunder Rosa und Becky zeigt selber einen Dropkick. Jetzt sind wir hier draußen. Und Becky, ja, ich habe es gesagt, sie lassen sich hier ohne Menge feiern, anfeuern, noch ein bisschen Rückenwind mitgeben. Vielleicht hier Becky Lynch minimal die Publikumsfavoritin in diesem Match. Wobei ich da auch nicht mich festlegen möchte. Thunder Rosa jetzt hier muss den harten Hallenboden kennenlernen. Ich glaube, die kannten sich vorher schon. Die waren schon vorher per Du. Jetzt geht Becky wieder in den Ring. Will sie diesmal den Count-Out-Sieg nehmen? Sie entspannt sich hier fast schon im Ring. Aber so kennt man sie halt. Selbstbewusstsein hat die Frau in Dosen gekauft. Auch Thunder Rosa kommt jetzt hier dann doch noch rechtzeitig wieder hoch. Ist auch bei 8 wieder im Ring. Rosa jetzt hier mit dem Irish Whip gegen die Irin, die sich dann, oh, die jetzt hier in den Armdrag reinläuft. Schlag und jetzt ein Hin und Her. Wer auch immer dieses Match gewinnt, wird dann natürlich einen geringen Vorteil haben und ein bisschen mehr Ausruhzeit
bekommen vor dem Finale. CDR Knee Strike, aber das ist halt ein bisschen Losglück, gehört immer dazu. Jetzt das Cover, aber auch nur der Two Count. Und beide kontern sich hier gegenseitig mit gezielten Tritten aus. Aber ich glaube, Becky, die hat jetzt Bock hier auf einen Manhandle Slam. Nein, Thunder Rosa mit dem Jawbreaker. Und Rosa jetzt. Ist das der Finaleinzug für Thunder Rosa? Ja, Becky ist auch draußen. Wer hätte das vorher gedacht? Thunder Rosa eliminiert mal eben, als wäre es nichts. Becky Lynch und Rhea Ripley. Ja gut, als wäre es nichts, ist jetzt vielleicht übertrieben ausgedrückt. Aber ein durchaus dominanter und klarer, unumstrittener Sieg hier. Thunder Rosa wird im Finale um den Women's World Championship stehen. Trifft sie da auf Tiffy oder Bianca? Das werden wir genau jetzt ermitteln. Tiffany Stratton gegen Bianca Belair. Beide auch Erstrundenmatches, die es in sich hatten, gegen Io Sky und gegen Toni Storm. Und ja, guck mal, gucke sich immer die Einstellung von Stratton an. Die chillt auf dem obersten Seil. Tranquilo, würde der Mexikaner sagen. Aber jetzt hier direkt per Vertical Suplex. Erstmal von Bianca begrüßt. Die macht es auch mal ganz gemütlich. Noch ein paar Kniebeugen mit Tiffy im Arm. Gleichzeitig dann noch der Standing Moonsault hinterher. Auch Bianca Belair hat natürlich Selbstbewusstsein für mehrere. Macht jetzt hier mehr oder weniger ein Fitnessprogramm mit Tiffany Stratton hier als Art ja, Gewicht, als Hantel. Die integriert hier die Stratton in ihr Fitnessprogramm jetzt. Die Powerbomb und Bianca Belair. Nochmal Powerbomb. Da hebt sie die Gegner noch vom Boden auf und direkt geht's wieder runter. Tiffany Stratton wird hier völlig überrumpelt. Die Dame hat überhaupt keine stattfindende Offensive hier gerade. Bianca Belair wird das hier ein Einbahnstraßenmatch hier. Bisher nur für Bianca volle Fahrt in Richtung Finale. Thunder Rosa wartet, das haben wir gerade gesehen. Pump Handle, Backbreaker von Belair. Und Tiffany Stratton jetzt zum ersten Mal mit dem Versuch, ja auch selber mal in die Offensive zu gehen. Aber ich glaube, ja, da ist Bianca schon wieder mit dem Irish Whip. Drop down und Tilted World Slam. Und direkt das Cover. Ja, Tiffany kommt überhaupt nicht in das Match rein. Möchte hier aber sich auch noch nicht verabschieden. Schafft hier nochmal den Kickout. Ich finde das ja auch immer klasse, wenn die Matches nicht immer gleich verlaufen. Hier eine absolute Dominanz, wie wir sie vielleicht bisher in diesem Turnier noch von keinem gesehen haben. Mann oder Frau. Ja, und da geht es weiter. Weiterhin mit dem Fitnessprogramm und einem Power Slam hinterher. Und Tiffany Stratton. Außer zwei Tritten hat sie hier eigentlich noch nichts gezeigt und verschätzt sich jetzt auch wieder strategisch. Da war es, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung, den Ring verlassen zu wollen. Als sie da reinkam, gab es direkt eine Clothesline. Bianca jetzt oben auf dem Top Rope und da ist der 450 Splash. Und ich glaube, wir können uns hier im Finale schon mal auf Bianca gegen Rosa freuen. Ja, Tiffany Stratton ist dann doch zäh. Will sich hier nicht einfach so überrumpeln lassen. Den Fans gefällt es einmal mehr. Ich hoffe, ihnen auch. Standing Moonsault von Belair. Ja, mir wurde auch gesagt, Tiffany Stratton hat auch die Unterstützer, Leute, die sie hier als Titelträgerin sehen wollen. Ich denke, dasselbe gilt in noch größerem Maße wahrscheinlich für Bianca. Und ja, Bianca hat mehrere WrestleManias gemain-evented, wenn das Verb im deutschen Duden drin steht. Da ist der Erfahrungsreichtum ja auf beiden Seiten natürlich noch völlig
ungleichmäßig verteilt, aber das wusste man ja vorher. Jetzt hier ein Side Rush und Leg Sweep draußen von Stratton. Es verläuft hier vieles über Momentum. Und das Momentum, was macht sie jetzt hier? Jetzt setzt sie hier zu einem Disarmer an. Becky Lynch ist gerade, glaube ich, sowieso nicht gut gelaunt. Die wird das dann auch nicht gut heißen, dass ihre Aktionen hier einfach übernommen werden. Spear Tackle von Belair. Dem Irish Whip. Zum Tag-Team-Turnier, was ansteht, kann ich sagen, der Ehemann von Bianca Belair, Montez Ford, wird nicht dabei sein, weil die Street Profits, die haben mich bisher nicht überzeugen können, hier sie für diese Federation zu signen. Und jetzt hier die Shooting Star Press, und das ist ein wahnsinnig dominanter Sieg von Bianca Belair. Tiffany Stratton hat hier überhaupt keine Chance. Und verliert dann auch deutlich. Aber Bianca Belair, ich habe gerade ihren Ehemann angesprochen, wenn sie hier die erste Titelträgerin werden sollte, die Chancen stehen jetzt bestens, weil sie natürlich auch Kraft gespart hat mit diesem Einbahnstraßensieg. Wenn sie hier den Champion-Titel gewinnt, dann hat sie natürlich auch eine gute Verhandlungsbasis, dass ich mich nochmal mit den Street Profits an einen Tisch setzen sollte, ob sie vielleicht dann doch noch nachträglich zu verpflichten. Bianca Belair bringt sich hier in Lauerstellung und wird im Finale auf Thunder Rosa treffen. Bianca hat hier natürlich am meisten Energie gespart. Und wer hier den ersten Women's World Championship sehen wird, das werden sie voraussichtlich, ich möchte das jetzt nicht in Stein meißeln, aber voraussichtlich am Sonntag, den 10. September sehen. Morgen, am 9. September, ist es erstmal Zeit für einen Random Royal Rumble. Der Random Royal Rumble Wettbewerb, der hat hier mit der LWF nichts direkt zu tun, aber ich hoffe, dass sie das trotzdem schauen werden und ihren Spaß damit haben werden. In dem Sinne, schauen Sie auch die anderen Videos. Lassen Sie gerne mal einen Daumen nach oben da oder ein Abonnement, einen Kommentar. Auf wen setzen Sie jetzt hier? Thunder Rosa, Bianca Belair. Finden Sie es eigentlich doof, dass ich Sie immer sieze? Ich bin höflich. Tschüss, machen Sie es gut. Bye, bye.